Servus zusammen, Dreamcast-Wochen. Na, wie schaut's aus? Vorspann hier, bloß Dinger, komm, drück den Vorspann raus. Wenn ich dann schon mal, hallo, grüß Gott. Wie dem auch sei, alle Sprachen gerne. Vielleicht gibt's keinen Vorspann. Wir warten jetzt noch 10 Sekunden. 10, 9. 8, 7, 6, 5. Aha. Kriegen wir jetzt was zu sehen? Das haben wir schon alles gesehen, oder? Ich hoffe jetzt einen Vorspann, wo mich weghaut. Ah, okay. Er haut mich wirklich weg. Na gut, dann machen wir Let's Get Start. Wir machen hier mal auf leicht. Und starten. So, das glaube ich war ein Resi-Klon. Irgendwie. Also Resident Evil-Klon. Wo es ja mehrere gab. War nicht der einzigste. Oh, Vorspann. Psst, psst. Oh, es ist kein Risiklon, wenn ich das kurz dazwischen werfen darf. Es ist ein, wie hat es geheißen? Gerade habe ich es gewusst, jetzt habe ich es wieder vergessen. Dino Crisis? Ja, hat es ja geheißen. Dino Crisis Klon. Mit Resident Evil? Hm. Die Frage, nächste Frage. Jawohl, ja. Das ist interessant, weil das Spiel war bestimmt nicht 2018 draußen. Und wenn ich lesen könnte, könnte ich vielleicht nachschauen, aber ich kann nicht lesen. Wie wir sind. Hey Tim. What's up, Belliot? Why do you think Kimeratech built such a huge research lab on such a tiny island? Sometimes I don't understand what big wigs are thinking. I'm just a crew member of the supply ship. Heck, I don't even get permission to enter the residential district on the island. What the hell would I know about that? Okay, yeah. Himself. Let's start him. This is a pretty fancy boat for just a crew member. It's not mine. I rented it from the Kimura Tech Group. Captain Dogs has a very good connections with them. He talked to them, I got the ship. With one condition. We have to decorate the boat before I return it to them. We? Decorate the boat? The Kimura Tech Group wants to have a Christmas party on this ship. I thought I told you. I never heard about that. It's not that hard. We can finish by tomorrow morning. Come
on. I don't want to work. This is my first vacation I got in 2 years. Part of the decoration? You're already preparing for the party? What is that? A Nephrim. It's a character from the Bottled Angel series. An angel of good luck. It's a limited edition. Hat schon angefangen mit limited edition. You hang this on at the ship's bow for protection. Pretty neat, huh? Schnell gewachsen. Gut. Also der Beginn ist ja mal nicht kurz. Tim! Jawohl, ja. What? Bewusstlos ist, wenn er ins Wasser springt. Und ist jetzt bewusst. Was nicht wirklich Sinn macht, bewusstlos zu sein, weil wenn du sinkst und bist 2 Minuten unter Wasser, wahrscheinlich du tot bist. Ja, nur so nebenbei. Aber ich versuche immer so die realistischen Sachen so rauszufinden, ob es realistisch ist oder nicht. Das ist sehr unrealistisch. Aber es ist halt ein Spiel, also das ist ja nicht das Schlimme. Nur so trainiere ich halt meine Wahrnehmung theoretisch. Da auf dem Berg, genau. Wie er auch da immer hingekommen ist. Oder wurde er gerettet von dem Vieh? Von der Fee? Nackter Puppe ist! Das ist sehr lustig. So, dann dürfen wir letztendlich. Ich hoffe, jetzt dürfen wir. Ich kann mich an nichts mehr erinnern.
Ob ich das jemals gespielt habe? Eltastes. Ich-Perspektive, Start ist Karte, Inventar, Waffen, da werde ich ja noch nichts haben. Zurück nach. Hände. Aha. Ah, halt, da war Distanz, aber ich habe ja nichts. Okay. Aha, dann ist X. This is Elliot Ballad, ESR Troop 3730, over. This is Janine King, KISS Dinosaur Island Security Office. Currently, the island is under an emergency situation. Do you read? Dispatch D7 equipped rescue. The location is... I'm trying to remember, I've definitely played it, but I don't remember anything. I got cut off. Kann es nicht so gut gewesen sein. Oder ich habe halt was anderes gespielt. Das ist gut. What? Okay, jetzt lassen wir zuerst einmal gar nichts weiter. Schauen wir uns hier um. Hier kann man nicht hochgehen, oder? Nein. Hier kann man auch nicht reingehen. Okay, Metal Gear. I repeat, I need an ESR unit now. Elliot Ballad, do you hear me? Barely. This is Elliot Ballad. We request D7 equipped rescue unit now. The location is... Wait, hold on. I'm on vacation. I'm totally unarmed. So... So? I need help too. Oh, right. Tell me your location, Elliot. Lass doch Hände. Los geht's. All I can tell you is that I'm by a pier. Okay, Elliot. First, find an ID card. I'm sure there are a number of corpses around. You should be able to find one of them with an ID card. Oh! What happened? Corpses? Did you say there are a number of corpses around? Where? So, also, wir können erwarten Rätseleinlagen. Das war jetzt A-Taste. Oh, man kommt rein, okay. Das war. Kann ich hier irgendwie. Hast du was? Hast du jetzt? Ja, also A ist die Ausführtaste. Du hast nichts, komm ich hier weiter. Nimm eine Waffe für mich. Sollte doch jetzt eigentlich eine sein irgendwo. Die Waffe auch nicht. Yeah. Green Bully. Naja, man kann auch eine Dose werfen. Was ist das für ein komisches Viech? Wutze mich. Genau. Ah, raus mit der Asche. So ist es recht. Was aufsammeln auch noch? Gibt's noch eine? So, okay, Code, die Tür ist abgeschlossen, aber ich habe doch die Codekarte. So, jetzt gibt's bestimmt. Was gibt's jetzt Waffen? Gar nichts gibt's. Nur wo durchlaufen gibt's. Ganz lustig. Und die Code 2 habe ich doch gar nicht. Oder? Habe ich? Nein, habe ich doch nicht. Close. Hey, thanks for helping me. Los? My name is Elliot G. Ballad. Where's Tim? Schieb ab, hey, sonst komm Who ich are you? Da. Dogs. I'm a captain of the SS Diana. If you're Elliot, you must be with Tim. Tim is what? Dead? I don't know. I don't know. I don't know. Is that Acer's answer? You know, Tim once told me he had a high-level ESR member as a friend.
Where are you going? To the island? I am still a rescuer. There are people there who need help. What a joke. Obviously, you're going to need good help, like me. I can't let a wimp like you go alone. Whatever. Da, und der schließt sich jetzt an. Und folgt mir, ist in mir, um Gottes Willen, er ist in mir. Das wollte ich natürlich nicht haben, dass jemand in mir ist. Hast du eine Karte für mich? Das habe ich mir gedacht, man will es ja nicht zu schwer machen. Kann man da hochkraxeln? Ja, kann man das schieben, das Teil? Kann man das schieben, hallo? Doch, man kann es schieben, okay. Warum muss man schieben, dass man da hochwachsen kann? Aha, okay. Ja, ja, ist ja gut. So, jetzt schieben wir hier. Los geht's, machen wir dicke Ärmel hier. Ich stelle nichts zu, das ist nämlich gar nicht so eine gute Idee. Es reicht vom Platz wieder. Es war genug. So. Hoch wollen wir, Kamerad. Und auch hier wollen wir hoch, genau. Na, geht doch. Also hier gibt's, langsam gewöhne ich mich auch wieder an die Steuerung. Zu heutigen PlayStation 4 Zeiten, da lenkt man die Kamera mit dem rechten Analogstick. Das gibt's ja nicht. Da ist es automatisch, aber man gewöhnt sich dran wieder. Also ich gewöhne mich zumindest wieder dran. So, jetzt auf hier, machen wir die Bude auf. So, na, dann lass mich rein. Was gibt's hier Schönes? Nein, wir gehen zuerst mal. Ah, okay. Sollen wir speichern? Sollen wir nicht speichern? Wir werden, wenn ich noch Platz habe, speichern. Vielleicht ist es doch interessant und ich spiele es irgendwann fertig. So, also ja, wir laden hier die Karte runter. Her damit! Gibt es sonst noch irgendetwas? Ah ja, hier gibt es noch was. Jawohl, ja, jetzt geht's natürlich los. Hier gibt es nichts. Okay, dann gehe ich davon aus, dass da ein Vieh ist und ich habe noch nicht die Waffe gezockt. Nicht gut. Halt. Waffen, glaube ich, unter Waffen. Es ist ausgerüstet, okay. Gut. Ach, das waren denen seine Haare. So, aber nichtsdestotrotz müssen wir noch nicht immer schießen. Hallo? Digital ist auch rumlaufen. Dann gehen wir nochmal auf Waffen. Pistole. Ajo will ich die benutzen. Aha, okay, man muss jetzt erst, wie es mal so gewöhnlich ist, ausrüsten. Und jetzt kann ich. Aha, okay. Also L ist theoretisch. Oh, das ist falsch rum. Ich perspektive halten, es gibt leider kein Steuerkreuz zum Anziehen. Anziehen. So, okay. Dann gehe ich mal davon aus, dass wir jetzt hier reinkommen. Jawohl, ja. Jawohl, ja, so macht ihr. Achso, ich muss hier reingehen. Schaut einer böse aus, der schaut böse aus. Der lebt bestimmt. Das kann man aus. Heile. Wir checken hier alles durch. Hier ist nichts. Lebst du jetzt schon? Oh, das Schießen gefällt mir jetzt schon nicht. Nein, das gefällt mir nicht.
Bleibst du liegen oder so? Oh nein, es fällt mir ja gar nicht. Äußerst gewöhnungsbedürftig. Okay, der scheint tot zu sein, aber da ist Kohle. Okay, nachladen? Es gibt kein Nachladen. Okay, man schießt durch. Schneller rennen geht's. Ah, man kann trotzdem fighten. Okay. Was habe ich jetzt gemacht? Ah, ich habe gar nichts gemacht. Oh, Bunny! Wieder halb nackt. Wächst jetzt bestimmt der Weg, man ist ein Riese. Man kann aus der Dachrinne sein. Informationen über den Endgegner vielleicht. Wahrscheinlich, würde ich sagen. Reden tut die Kleine nicht viel. Neflin! Frau Hiltepisch! How do you know its name? I'm not sure. Oh, I have a bad feeling about this. Nee, macht euch keine Sorgen, Jungs und Mädels. Vor allem Mädels, ich mag Frauen. Ja, ich mag sie wirklich. Aber wir sind halt echt grundverschieden, das ist halt so. Und wir Männer reden halt normalerweise nicht viel. Und wir Frauen? Oh ja, wohl, ja. Ach, das visiert automatisch an, das ist schon mal ein Vorteil. Das ist echt ein Vorteil, okay. Erleichtert das Spiel. Aber mit zwei Schüssen kommen wir auch nicht mehr weit. Gibt's hier irgendwas? Nein, kann man dich nicht kaputt machen oder so? Dich auch nicht. Nein. Oh, was wie? Naja, ich hab's mir ja fast gedacht. Was wird das für ein Joke? Ein guter Joke. Ah, wahrscheinlich Teammember Nummer 3. Over there! Wer? Woher kenne ich das? Resi ist doch in der Resi drin. I can't believe it. Shooting from that far. No shit. Janine? A woman? This is Janine, over. You're great. If you're an ESR member, you'll definitely be ranked A+. You're flattering me, but you won't get anywhere that way. You can get in here by taking the slope shuttle in front of you. If the shuttle is moving, that is. And forget it if you don't have an ID card. Das hätte ich als allerletztes gedacht, dass ich dann eine ID Card brauche. Als allerletztes. Phew, tough girl. I like it, Janine. Who the hell is Janine? My kind of girl, so stay away from her. Ah, da. So, jetzt müssen wir wieder die Übersicht finden, wo wir hin wollten. Ich glaube, hier wollten wir irgendwo hin. Wo ich sagen muss, wir haben immer noch... Ah, was hat sie vom Shuttle erzählt? Wo hat die den Shuttle gesehen? Wo hat den Shuttle gesehen? Weiß nicht, ich komme da rein und irgendwie könnte ich vermuten... Ah, okay. Ausgeschmiert. Das hört sich alles nicht gut an. Da ich nicht mehr viel Munition habe, werde ich hier so den Boxer raushängen. Was nicht gut ausschaut im Moment. Okay, dann...
das sind sogar vier. Warum sind das vier? Und was soll der Mist? Kann ich hier durch? Die Tür ist abgeschlossen. Ja, das war's. Okay. Das ist nicht gut, was da passiert. Ich komme aber nicht hin. Was ist denn das für ein Blödsinn hier? Da muss ich einfach durch. Wir probieren einfach mal durch. Wir fangen mal jetzt hier für Ausgaben. Ah, da kommt Rollerboden. So, was können wir jetzt hier machen? Emergency alert. Shuttle section should be stationed. Emergency alert. Shuttle section should be stationed. Negative pressure on the shuttle holder system has increased 20%. The security limitation is exceeded on shuttle system. Security brake has been activated. Shutter outer seal has been broken. Once shuttle reaches security limitation stage, shuttle may descend rapidly. What the? Hey, somebody is on board. He's locked up in the shuttle. Activate the emergency stop control. Safety brake will be destroyed in 130 seconds. What the? The shaft entrance lock has been deactivated. Activate the emergency stop control. Safety brake will be destroyed in 125 seconds. A shaft entrance lock has been deactivated. Activate the emergency stop control. Safety brake will be destroyed in 120 seconds. A shaft entrance lock has been deactivated. Shaft entrance lock destroyed? The shuttle's gonna fall! Jetzt habe ich mir gedacht, dass jetzt sowas kommt, kann ich hier irgendwas machen? Nein. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Wenn ich auf Start gehe, hält zumindest die Zeit an. Wir wechseln jetzt zum... Gotcha! Genau. Und ich hoffe, der hat die Armbrust ausgerüstet. Ich hoffe, der hat auch die Pfeile gekriegt. Keinen Plan, wir müssen raus. Wir müssen da entweder rechts oder links vorbei. Ich würde mal sagen rechts, wo die zwei Tentakel waren. Komm ich hier durch? Ist das gut? Ist das schlecht? Ich weiß es nicht. Das sind ja auch so doofe, rotzige Tentakel. Ich habe auch noch 5 Schüsse, das ist Blödsinn. Gott! Okay, dann ist es ja kein Blödsinn. Kann ich die aufheben? Komm, gib sie mir. Nein, du gibst sie mir nicht wieder. Ah, oh, schade. Naja, das Gebrille ist auch nicht von schlechten Karten. Ich könnte mir jetzt umsonst herlaufen. Gar nichts zu tun. Halt, man könnte hier hochklettern, genau. Hier hochklettern. So, und jetzt wie, wo, was? Etwas dunkel hier. Ich kann nicht. Warum kann ich hier nichts machen? Üble Sicht. Da bin ich schon worum gelandet. Nein, man kann hier rumrennen. Ah, okay. Oh, die Zeit. Nicht gut. Vielleicht reicht es ja noch gerade so. Nein, nicht. Das glaube ich ist kein gutes Zeichen.
absolut kein gutes Zeichen. Aber warum? Warum lebt er? Und was hat er hier für komische Viecher? Also das Angestieren ist auch schon mal übelst. Und den Gegner. Was ist mit dem? Der haut nicht zu, oder was? Der boxt nicht, das ist ja übel. Alles sehr gewöhnungsbedürftig. Ist das Vieh jetzt weg? Scheint so. Zeige mir mal die Kohle an. Und wir gehen, wissen es nicht, hier lang. Locked. Okay, dann wohl recht. Auch locked. So, wo bin ich jetzt gekommen? Wüsste ich jetzt gern. Schaut nicht so aus, als wäre ich von hier gekommen. Zwei Schüsse reichen. Aber habe ich den hinteren jetzt auch getroffen? Das ist okay. Hast du was für mich? Nein. Wir gehen mal hier lang. Who is it? It's me. What's the code? My sweetheart. So, okay. Wahrscheinlich die dritte im Bunde. Haben wir es ja gerade so geschafft. Wie dem auch sei. I knew it. She's perfect. She's my kind of girl. Ja, da kommt schon wieder die Eifersucht. It won't work. Die zweite Frau geht gar nicht. What is that thing? Nephilim. Nephilim? She's harmless. So far. Bis jetzt, ja. Das ist richtig, genau. I'm Elliot Balan. Absolut korrekt. Thanks for helping me. You know, at this point, nothing surprises me anymore. My name's Janine King. Nice to meet you, Elliot. Janine King. Elliot. Let me introduce Janine King, a security guard here. Her skill is A+. And this hairy guy is... His name is Dogs Bauer. He's a captain of the SS cargo, Diana. What? You guys know each other? Die Welt ist klein. No, I don't know her. You know, you shouldn't run up your bill at Rat's place. Your name is on their blacklist. You're pretty famous. God damn son of a bitch. Janine, what's going on here? I mean, I don't think one meteor created that big dome and produced a bunch of monsters. I have no clue either. After that shocking sound, all the lights on the island went off. When I was trying to turn on the light, the monster suddenly attacked me. Why don't you ask her? Nephilim thing. Komm, frag den Nackedei. Jetzt wechseln wir natürlich. Bum, 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 bum. Yes! So, kann man hier. Oh.
also irgendwas zum... Nephilim knows something. Heilen? What do you mean? Take a look at this. I researched the database of this island's lab. Amazing! This lab immediately achieved the top revenue in the bio industry. Ever since then, it keeps on moving up. They should pay me more so I can pay off my tab at the bar. How did they achieve such wealth in such a short amount of time? They've got the best brains in the business working for them. The second research group ended up working for the lab. What the hell happened? The programmer's security system. Space biology? Dino-sight? Janine, can't you break the code? Also, Story ist echt Sorry. Genug dabei. I need an ID password of a lab employee. Kann man sich nicht beschweren. Shit. I may know how. You have an ID? Let's go to Rat's place. Rat's place? The bar where you ran up your unpaid bill? Why do we have to go drinking now? Das ist immer gut. Don't be ridiculous. The entire city area has been destroyed. The bar may not even exist. There's nothing you can't get at Rat's place. That's what we say. Let's go, Elliot. Wait! The city area is also called Lab Town. You need a pass to get inside. Use this. Das geht mir jetzt schon jetzt auf den tierisch auf den Senkel mit diesen ganzen Codekarten. So, wo muss ich jetzt? Muss ich. Hallo? Reden wir nochmal? Nein, wir reden nicht nochmal. Wo muss ich jetzt hin? Schauen wir das erste Mal mal. Schauen wir mal die komische Karte an. Okay. Bucht. Ja. Bucht. Okay, mehr gibt's anscheinend nicht. Dann, wo müssen wir lang? Efer? Ich weiß es nicht. S? Soll es die Himmelsrichtung sein? Efer Westen. Süden. Normalerweise müssten wir aus dem Süden gekommen sein. Ist das korrekt? Zumindest gibt es noch was zum Aufheben. Was gibt's? Karate-T-Shirt. Jawohl, ich bin glücklich. Kann man hier was machen? Hier? Nein. Aber hier kann man vielleicht was machen. Welcome in. Welcome in. Da können wir mal einkaufen. Saving System, okay. Also was gibt's hier raus mit der Sprache? Ah, das ist vermutlich Leben. Umso höher, umso mehr Leben, vermute ich. Wir haben an Kohle 850. Da essen wir doch da lieber was. So. Habe ich das gleich gegessen? Nein, da wollte ich da gar nicht hin. Nein, nein, nein. Mal raus. Hallo. Ziemlich vergackert. Ganz toll. So, und jetzt bitte nicht wieder rauslaufen. Jetzt gibt es hier bestimmt grüne Munition. Ajo, da brauchen wir. Brauchen wir unsere Sicherheit. Brauchen wir. Oh, doch geht. Schrottpatronen. Ich habe noch keine. Wir kaufen nicht vor. Wir kaufen dem Angreifer noch ein paar Pfeile. So, okay. Dann save ich jetzt doch nochmal. Ich glaube es weniger, dass ich es nochmal spielen werde. Wahrscheinlich werde ich es irgendwann löschen, weil mir der Platz ausgeht. Aber sicher ist sicher. So, du gehst jetzt zuerst da rein, genau, dann pimpt man dich auf. Oh, ich habe zu wenig zum Essen gekauft.
muss doch noch was kaufen. Manjari ist wichtig. Manjari ist immer wichtig. Nein, kein Red Bull. Manjari. Zack, zack. Komm, raus mit der Asche. Jawohl, ja. So, jetzt pimpen wir uns das erste Mal auf. Und zwar würde ich sagen, beide. Us? Nahrung. Ah, Nahrung. Wir essen ein Sandwich. Jawohl. Ja. Volle Aufladung. Okay. Wir wechseln. Und wir haben doch wenig Energie, sehe ich doch richtig. Ja. Wir trinken jetzt was zum Vergleich. Nahrung, Green Bulle. Wir hauen uns einen Zuckerschock rein und sterben an Zuckerschock. Aha, okay, reicht nicht ganz. War es nicht Schlimmes. Wir wechseln wieder zurück. So, wir schauen jetzt noch, wie es weitergeht. Und dann wird es das für bloß Dinger gewesen sein. Süden habe ich gesagt, bin ich gekommen. Westen war ich. Dann checken wir Osten. Nein, wir checken. Warum checken wir Osten nicht? Heißt, ich muss zurück. Hast du mir noch was zu sagen? Habe ich vielleicht was übersehen? Vielleicht hier, nein, hier muss ich nichts. Hier muss ich auch nichts. A-Shuttle Emergency Stop. B-Shuttle will be reactivated. Ah. B-Shuttle Gate Lock is deactivated. Hier müssen wir. Dann geht es jetzt hier los. Nein, immer noch nicht. Können wir hier nichts mehr machen. Ja, wir probieren halt mal durch. Okay, aber da wir ja runtergestürzt sind, da war, wie schaut es nochmal sicherheits da rein? Aber hier war ja nichts. Doch, ich kann hochkraxeln, ganz toll. Das, was ist denn das hier? Gar nichts. Okay, dann ist es gar nichts. Dann müssen wir Süden raus. Mehr Möglichkeiten haben wir ja nicht. Nephilim is following us. Seems like she's in love with you. Two girls and a guy. Das I see trouble in the near future. Oh, yeah. In your dreams. Wenn man Pech hat, geht das beides dann nach hinten los. Und eigentlich rennt eine Frau nicht nach. Was schon mal nicht so gut ist. So, und jetzt, ich hoffe, hi, Hase, oh, ich verstehe. Jetzt hier kurz ein Prozess. Ah, und das sind die Magazine unten, okay. Hört es auch klingen? Ja. So, open ist schon mal gut. Wir müssen, wo müssen wir hin? Hase, wohin müssen wir? Ja, Hase, ja, komm, sag's mir. Hier? Hase sagt nichts. Ah, abgeschlossen. Abgeschlossen ist immer gut, dann wissen wir, dass wir hier nicht hin müssen. Müssen wir hier hin? Wurde bereits aufgeschlossen. Sind wir richtig, Hase? Cool. Das ist doch ein Aufzug da, oder? Kann das sein? Nein. Dann kann
kannst ja nur da sein, theoretisch. Und da sind wir doch gekommen. Verstehe ich jetzt nicht, wo ist Hase? Hase ist... Hase ist weg. Wenn Hase weg ist, kein gutes Zeichen. Da stehen seine Haare immer. Wo bin ich jetzt runtergefahren? Wo bin ich jetzt nochmal runtergefahren? Ah. Mal unten weiter. Stimmt auch. So, das ist jetzt, wenn es hier nicht weitergeht. Hase? Kasperl nur rum, Hase. So, dann gibt es entweder hier. Exit. Okay. Und Hase ist immer wichtig. Ich kann hier absolut zurück, das ist nicht gut. Hier ist Sackgasse. Stand by for immediate departure. Ah, doch, das ist doch hoch und runter. You have arrived. Bin ich jetzt mit dem Ding hochgefahren? Ich glaube ja. Okay, ich muss auch woanders hin. So, egal, lange Rede. Den tötet man noch. Nichts an, dass man hier eine dicke Macht dann. Wir machen jetzt noch einen Fight hier. Was? So, egal. So, also Blues Dinger. Ja, ihr habt es gesehen. Ich auch mal wieder. Vermutlich wird in der Versenkung wieder verschwinden. So, das war's. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal. Und passt gut auf euch auf. Bleibt sauber, macht keinen Schweinskram und Servus.